Vom 4. Juni bis zum 13. Juni hatte die Feuerwehr im Rathauscenter das Sagen. Nicht etwa, weil Gefahr im Verzug wäre. Vielmehr wollten sich die Rettungskräfte aller 13 Dessauer Freiwilligen Feuerwehren und einer Berufsfeuerwehr im Rahmen einer Ausstellung und zahlreicher sehenswerter Aktionen der Öffentlichkeit präsentieren. Ja, wir haben uns auf der Feuerwehrmeile präsentiert, um die Mitgliedergewinnung für die Freiwilligen Feuerwehren voranzutreiben. Das Rathauscenter bot uns hier die Möglichkeit, uns darzustellen, zu präsentieren, auch in Form von Einsatzübungen auf uns aufmerksam zu machen. Wer die Retter sonst nur bei Sirenengeheul aus der Ferne zu sehen bekam, konnte etwas mehr als eine Woche lang den Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Denn sie zeigten dem Publikum mit verschiedenen Einsatzübungen und anderen Vorführungen einen authentischen Einblick in ihre engagierte und auch aufopferungsvolle Tätigkeit. Ja, letzte Woche Sonnabend wurde hier aus dem Rathaus ein Brautpaar gerettet, wurde mit dem Zugsteiger aus dem Standesamt rausgeholt. Das war an sich das Hauptthema der Einsatzübung. Natürlich hatten die Retter auch einen weiteren Aspekt im Visier. Der Nachwuchs fehlt auch bei den Wehren. Wir haben einen relativ guten Stand hier im Stadtgebiet Dessau-Roßlau. Auf beiden Seiten der Elbe sind Feuerwehren sehr stark vertreten. Aber auch für uns macht es nicht halt, dass wir dringend Nachwuchs benötigen. Auch in den Feuerwehren werden die Mitglieder immer älter und wir können nicht zeitig genug anfangen, um für neue Mitglieder in den Freiwilligen Feuerwehren zu werben. Die Ausstellung, die sich entlang der Einkaufsmeile im Inneren des Rathauscenters zog, stand unter dem Motto 112 sei dabei, retten, löschen, bergen, schützen. Gezeigt wurde eindrucksvoll das Einsatzgeschehen in Einsatzbildern. Zusätzlich wurde auch ein geschichtlicher Abriss der Entwicklung der Feuerwehr bis heute gezeigt. Sicherlich konnte man am Samstag noch nicht sagen, wie viele junge Kameradinnen und Kameraden man nun begeistern konnte, zur Jugendfeuerwehr zu kommen. Dennoch fiel das Fazit positiv aus. Ja, also ich denke mal, dass wir von Erfolg sprechen können. Also wie gesagt, wir konnten uns hier im Rathauscenter sehr breit aufstellen und präsentieren. Wir haben ja hier nun eine große Laufkundschaft. Das ist ja nun uns sonst nicht möglich, auf die Freiwilligen Feuerwehren aufmerksam zu machen. Ich denke mal, dass wir eine Menge von Leuten auch in der Einkaufspassage ansprechen konnten und auch mit unserer Ausstellung unser Interesse dann eben auch zeigen konnten. Das komplette Programm von RAN 1, Ihrem Heimatsender mit Reichweite, sehen Sie täglich über Satellit, im Kabel, über Antenne und online.